Spiele-Remakes und Remaster sind wichtig, weil sie Klassiker restaurieren und zugänglich halten. Das ist bei Spielen oft sogar noch bedeutsamer, weil dieses Medium so stark mit seiner Technik verbunden ist und in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Sprünge erlebt hat. Und während die Qualitätsbilanz bei den Remaster etwas durchwachsen ist, fällt das Urteil bei richtigen Remakes deutlich besser aus. Es gibt fantastische Neuauflagen, die einige der wichtigsten Spiele der vergangenen 30 Jahre in völlig neuem Glanze wiedererwecken und sie sowohl Kennern der Originale als auch einer ganz neuen Generation von Spielefans verfügbar machen. Hier sind einige der besten Spiele-Remakes der letzten Jahre. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Eines der ungewöhnlichsten, aber auch besten Remakes ist Black Mesa, die Neuauflage von Half-Life 1. Ungewöhnlich, weil das Remake von Fans entwickelt wurde, und zwar über 15 Jahre lang. Außergewöhnlich, weil es nicht nur das Originalspiel nachbaut und optisch mit der Technik von Half-Life 2 aufwertet, sondern weil es viele Abschnitte sogar massiv erweitert. Der grafische Sprung ist jedenfalls gewaltig und gerade in den letzten Leveln auf der Alienwelt Xen gibt es jetzt endlich das Finale, das beim Original noch zu kurz kam. Black Mesa hat Valve zudem so sehr beeindruckt, dass sie dem Team von Crowbar Collective sogar erlaubt haben, Black Mesa auf Steam zu verkaufen. It's time to choose. Das ursprüngliche Mafia war 2002 eines der ersten Open-World-Spiele. In Erinnerung geblieben ist es aber eher wegen seiner Geschichte und den Missionen. Die Open-World war jedenfalls kaum mehr als Kulisse. Und das gilt über weite Strecken auch für das Remake von 2020. Das nutzt die aufgebohrte Technik von Mafia 3 und lässt das Gangster-Epos in unglaublicher Detailfülle auferstehen. Alles wurde überarbeitet, die Story, das Gameplay, die Einsätze. So erleben wir als Protagonist Tommy Angelo beispielsweise mehr Szenen mit unserer Frau und das legendär schwere Autorennen wurde etwas entschärft. Neu sind auch die Kampf- und Deckungsmechanik und sogar einige Gebiete auf der Karte, die jetzt von Anfang an frei begehbar sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch aber immer noch von Cops anhalten lassen, wenn ihr zu schnell durch die Straßen brettert. That's right. Mit der Neuinterpretation von Resident Evil 2 hat Capcom einiges auf den Kopf gestellt. Die Entwickler haben sich nicht nur von festen Kameraeinstellungen verabschiedet, sondern auch von der pixeligen und in die Jahre gekommenen Grafik. Die Stimmung im zerstörten Raccoon City wirkt im Remake so düster und unheilvoll, dass man Angst vor jeder Ecke hat. Durch die neue Technik werden die Schockmomente noch stärker hervorgehoben und die Zombies erscheinen noch scheußlicher. Trotz der vielen Neuerungen hat Capcom dank der typischen Rätseln und den taktischen Kämpfen die Resident Evil DNA bewahrt. Schade, dass das Remake von Resident Evil 3 trotz identischer Technik und denselben Designansätzen offensichtlich auf Sparflamme entstand und deshalb viele Serienfans enttäuschte. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Mit dem Remake von Resident Evil 4 hat Capcom dann aber wieder alles besser gemacht und dem wohl beliebtesten Teil der Reihe eine verdiente, geniale Neuauflage spendiert. Obwohl ihr wieder als Leon S. Kennedy die Präsidententochter retten müsst und viele Szenen gleich geblieben sind, fühlt sich das Original oftmals doch anders und neu genug an, um auch Kenner des Originals zu überraschen. So kann im Remake zum Beispiel euer Messer zerbrechen und es gibt sogar eine Schleichoption inklusive Stealth Kills von hinten. Atmosphärisch wird aber der Survival-Horror des Originals bestens transportiert und besonders optisch macht das Remake einiges her. Capcom hat genau an den richtigen Stellschrauben gedreht, um das Gameplay zu erneuern und doch das Erlebnis nahe an Klassiker zu halten. Your soul requires cleansing. Don't get killed up there. Thanks, Bill. Ob The Last of Us Part 1 wirklich ein Remake gebraucht hat, darüber kann man sich streiten.
Der erste Teil kam vor knapp 10 Jahren auf der PlayStation 3 heraus und ein Jahr später gab es dann gleich noch ein Remastered für die PS4. In der Präsentation hebt das Remake die Vorlage nochmal auf ein neues Niveau. Rein technisch ist das Remake auf PS5 und PC aber mit weitem Abstand die beste Version dieses modernen Spieleklassikers. Die Geschichte um Ellies und Joels gemeinsames Schicksal wird so erzählt, wie ihr es bereits kennt. Auch die Levelarchitektur und die Aufgaben orientieren sich sehr nah am Original. Durch die neue Technik wirkt so mancher Dialog aber noch intensiver und auch die Kämpfe sind realistischer und brachialer. Wenn ihr das Apokalypse-Meisterwerk also noch nicht gespielt habt, bekommt ihr die beste Erfahrung definitiv mit dem Remake. Zumindest, wenn die PC-Version irgendwann mal richtig am Laufen ist. Jeder Zelda-Teil hat seine Fangemeinde. So auch Link's Awakening. Das erschien ursprünglich 1993 für den Game Boy und gilt als Kultklassiker. Die schwarz-weiße Pixeloptik von damals ist mit dem Remake allerdings Geschichte. Nintendo hat die Neuauflage mit der Unreal Engine entwickelt und dem Spiel für die Switch eine komplett neue Optik verpasst. Bis heute ist Link's Awakening übrigens auch dafür bekannt, dass ihr mit Link ausnahmsweise mal nicht die Prinzessin retten müsst. Stattdessen strandet ihr als Schiffbrüchiger auf einer Insel und müsst herausfinden, wie ihr sie wieder verlassen könnt. Das Remake überzeugt mit einer wundervollen Grafik, einem neu arrangierten Soundtrack und dem gut gealterten Zelda-Gameplay. So bringt man Nostalgie in die Neuzeit. Mit Remakes zu Silent Hill 2, Layers of Fear, Resident Evil 4 und Dead Space 1 ist 2023 ein außergewöhnlich spannendes Jahr für Horrorfans. Und bislang konnten die Neuauflagen auch überzeugen. Das neue Resi 4 ist super und bei Dead Space haben die Entwickler von EA's Motive Studios sogar ein paar spannende Neuerungen eingebaut. Es gibt jetzt neben hervorragender Grafik auch neue Nebenmissionen, neue Waffenfunktionen, ein stark überarbeitetes Schadenssystem für die Gegner und mehr Bewegungsspielraum in der Schwerelosigkeit. Außerdem ist die Ishimura jetzt ein großer zusammenhängender Level und wir können auch in frühere Gebiete zurück und so noch weitere Geheimnisse und Ressourcen finden. Ach ja, und Isaac spricht jetzt. Das konnte er im Original noch nicht, sondern erst in Dead Space 2. Puny little furball is red. 2016 bescherte Entwickler Insomniac Games dem ersten Ratchet & Clank-Abenteuer eine komplette Neuauflage. Darin erlebt ihr, wie Ratchet und sein kleiner Roboterfreund Clank sich kennenlernen und später gemeinsam gegen den bösen Dr. Nefarious antreten. Es gibt nicht nur neue Flugsequenzen, wie zum Beispiel über der Stadt Metropolis, sondern auch die bekannten, aber abwechslungsreichen Schauplätze, Knarren und Gegnertypen. Das Spiel war damals zum gleichnamigen Kinofilm erschienen und somit eine Filmumsetzung zu einem Kinofilm, der selbst wiederum eine Spielumsetzung war. Verwirrend, aber unterhaltsam. Let's try this baby out. Bevor Dark Souls seinen großen Siegeszug antrat, gab es Demon's Souls. Das PlayStation 3-Spiel sorgte mit seinem ungewöhnlichen Schwierigkeitsgrad und den spannenden Kämpfen in einer düsteren Fantasy-Welt durchaus für Aufmerksamkeit, aber auch für viel Frust. An das Prinzip der Soulsborne-Spiele musste man sich erstmal gewöhnen. Der große Durchbruch für das neue Genre gelang From Software schließlich erst 2 Jahre später mit Dark Souls. Trotzdem wurde eine Neuauflage von Demon's Souls mindestens genauso sehnsüchtig erwartet wie von Bloodborne. Und zumindest beim PS3-Klassiker hat Sony die Wünsche erhört und eine grafisch eindrucksvoll überarbeitete, aber ansonsten größtenteils originalgetreue Neuauflage für die PlayStation 5 geliefert. Entwickelt wurde die neue Version von Bluepoint Games, die sich damit endgültig als Remake-Profis etabliert haben. Die neue Version sieht nicht nur viel besser aus als das Original, sie läuft auch endlich richtig flüssig. Während die PS3-Fassung dagegen noch viel zu oft zur Ruckelorgie verkam.
Die ersten drei Abenteuer des Beuteldachs Crash Bandicoot wurden 2019 in der Insane Trilogy neu aufgelegt. In bester Indiana Jones Manier lauft ihr vor Kugeln davon, weicht Hindernissen aus, sammelt Wumperfrüchte ein und springt über Abgründe. Spielerisch merkt man zwar, dass die Trilogie ursprünglich aus der PlayStation 1 Ära kommt, trotzdem hat Naughty Dog die Spiele mit viel Charme und Liebe zum Detail neu aufgelegt. So gibt es bessere Checkpoints, neue Herausforderungen und auch Crashs Schwester Coco als neuen spielbaren Charakter. Heute ist es fast vergessen, aber es gab schon mal ein Remake zum ersten Metal Gear Solid von 1998. Das hieß Metal Gear Solid The Twin Snakes und kam 2004 für den GameCube raus. Die neue Version erzählt zwar grundsätzlich dieselbe Story wie das PlayStation-Original, doch es gibt spannende Änderungen, beispielsweise neue, viel aufwendiger choreografierte Zwischensequenzen und eine neue Vertonung. Außerdem sind die Gegner schlauer und wir haben mehr Gameplay-Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Schießen aus der Ego-Perspektive. The Twin Snakes ist allerdings auch ein bisschen umstritten, denn einigen Fans ging die neue Inszenierung dann doch etwas zu weit. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles, only for defensive purposes, of course. So, what did you want to talk about? When spring comes, I'm leaving town. I'm going to Midgar. I'm going to be a soldier. The best of the best. Like Sephiroth. Auch ein bisschen umstritten ist das Remake von Final Fantasy VII. Das nimmt nämlich teils starke Änderungen an der Story vor und liefert vor allem nur den Anfang des Originals. Der komplette erste Teil der geplanten Remake-Trilogie spielt nämlich in Midgar. Trotzdem ist die Neuauflage ein fantastisches Remake, das dank moderner Technik nicht nur großartig aussieht, sondern auch Kämpfe in Echtzeit und ohne Ladezeitenbruch zwischen Erkundung und Schlachten liefert. Zudem sind die Dialoge jetzt voll vertont und viele Abschnitte des Originals wurden massiv ausgebaut. Shadow of the Colossus vom japanischen Studio Team Ico wird immer wieder als Paradebeispiel zitiert, wenn es um das Thema Spiele als Kunst- und Kulturgut geht. Schließlich hat sich schon das PlayStation 2 Original von 2005 mit seiner melancholischen Stimmung, der auf Einsamkeit getrimmten Weltgestaltung und der philosophischen Selbstreflexion über die Handlung des Spielers als Klassiker etabliert. Nach einer HD-Auflage auf der PlayStation 3 gab es dann 2018 ein umfassendes Remake für die PlayStation 4 von Bluepoint Games. Ja, genau, von den Machern des Demon's Souls Remake. Die hatten auch schon den PS3-Port des Originals entwickelt, für das Remake wurde aber wirklich alles neu erstellt. Die Spielwelt, die Kolosse, sogar die Steuerung wurde ein bisschen angepasst, um den Klassiker in die Moderne zu bringen. Das waren einige der besten Spiele-Remakes. Welche Neuauflagen fandet ihr noch besonders gut? Schreibt es uns gerne und schreibt uns vielleicht auch, welche Remakes ihr euch noch wünscht. Okay, then. Welcome to the family.